Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zu Folge 32 der Reihe über Göttinnen und Götter, Helden, Dämonen und große Magier. Und heute möchte ich einen kleinen Vorausschau veranstalten auf die Bücher und die Literatur, die uns jetzt noch bis Juli diesen Jahres beschäftigen werden. Wir haben uns Göttinnen und Götter in der Antike angeschaut. Wir sind in das Mittelalter gegangen, als im Christentum noch Werke entstehen, die von einem polytheistischen Glauben berichten. Und dann sind wir in die Zeit gesprungen um 1800 nach Deutschland. Wir haben uns Werke von Goethe, Schiller, Kleist und auch Hölderlin angeschaut. Und wir haben gesehen, wie diese Literatur um 1800, die nun eben in einem vollkommen christlichen Umfeld geschaffen wird, in einem christlichen Umfeld, das freilich schon Schwierigkeiten hat, diesen christlich-monotheistischen Gott in der Welt zu erkennen, wie diese Literatur nun mit polytheistischen Göttern umgeht, mit den Göttern Griechenlands und mit denen der Römer. Und wir haben gesehen, wie sie diese Welt ihren eigenen zeitgenössischen Fragestellungen anpasst, wie sie mit diesen zeitgenössischen Fragestellungen an diese Welt herangeht und vor allem geprägt durch eine große Sehnsucht, durch das Gefühl des Verlustes, was diese Autoren doch alle immer wieder prägt, eine Zeit, in der sie bedauern, dass die griechischen Götter und die römischen Götter, die sich den Zeitgenossen noch präsentiert haben in der Erscheinungswelt, dass diese Zeit nicht mehr existiert. Wir wollen im Folgenden, in den nächsten Sitzungen, ins 20. Jahrhundert springen. Das ist ein großer Sprung. Ein Sprung, der uns auch zunächst von Europa fortführen wird, weit, weit fortführen wird, weil wir werden sehen, dass polytheistische Vorstellungen in anderen Kulturen bis heute doch noch aktuell sind. Ganz aktuell sind sie in Indien, auch in Afrika, aber auch noch in Korea haben wir Vorstellungen, Korea, das ein sehr christlich geprägtes Land ist, Afrika auch. Aber in beiden Ländern bzw. einem so großen Kontinent sind doch noch sehr archaisch anmutende Vorstellungen vorhanden. Und wir werden uns Autoren anschauen im 20. Jahrhundert aus diesen Welten, die dieses Thema behandeln, das Thema Göttinnen, Götter, Geister auch vor allem. Wir werden beginnen mit Korea, Südkorea, einen wunderbaren Roman, den ich dann eben als nächstes vorstellen will. Wir gehen dann nach Indien zu zeitgenössischer Populärliteratur. Einen Abstecher machen wir nach Tibet. Finden uns dann zu einem Buch ein, das von einem nigerianischstämmigen Autor stammt, der in England lebt, Okri, und gehen dann nochmal in die germanische Welt zurück, in Romanen, die auf Englisch vor kurzem erst erschienen sind. Den Abschluss werden dann noch einmal zwei deutschsprachige Autoren, eine Autorin und ein Autor machen. Beginnen will ich, wie gesagt, mit einem Roman aus Südkorea, Princess Bari von Hwang Sok-yong, den ich Ihnen ans Herz legen möchte, weil er ein wunderbarer Roman ist und weil er ausgesprochen modern das Thema einer alten Göttin präsentiert.